Willkommen zurück zu Pikmin! Ja, gut. Gehen wir mal in das Zentrum des Waldes. Da haben wir noch einiges zu tun. Im anderen Gebiet eigentlich auch, aber okay. Wir haben jetzt statt Pikmin am 8. Tag verloren, ziemlich viel dazu gewonnen. 30, 90 eigentlich, ne? Ne, mehr als 90 auf jeden Fall. So. Und wenn alles gut läuft, lass mal kurz die Lage sondieren. Gut, da haben wir drei Items. Da hinten ist eins, da sind zwei sogar. Da ist eins, da oben ist eins, da hinten sind zwei und da ist eins und da ist eins. Gut, Moment. Dann würde ich eigentlich schon gern erstmal in die Richtung hier. Da brauche ich wahrscheinlich blaue Pikmin. Und, die blaue Pikmin-Population müssen wir auch noch ein bisschen erhöhen. Die blauen Pikmin sollen ja angeblich die schwächsten sein. Ich nehme deshalb mal 40 mit und gucke aber immer, dass ich genügend rote Pikmin dabei habe, sollte es zu einem Kampf kommen. Ihr guckt mal, dass ihr an das Vieh rankommt. Kommt ihr nicht? Kommt mal mit. Dann kommt einfach mal mit. So. Ich mag die Musik hier. So. Ihr sollt mitkommen. Alle. So. Wo ist das Teil? Moment mal, erstmal hier. Fünf. So. Und ihr kommt mal mit. Da oben liegt ein Teil. Da komme ich aber nur mit gelben Pikmin dran. So, mach die Viecher mal down. Nein, nicht sterben. Ihr sollt doch nicht sterben, Mann. So. Wo ist denn das Teil? Was ich hier hinten irgendwo gesehen habe. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja gut, dann nehmt mal mit. Hier. Ne? So, für das Zahnrad da oben brauche ich gelbe Pikmin, weil ich die eben weiter werfen kann, weil die leichter sind. Kommt ihr mal mit? Hey, Pikmin-IQ, ne? Kommt mal mit. Mitkommen. Das Teil hier habt ihr beim letzten Mal liegen gelassen. So. Vielleicht nicht ihr, aber eure Kollegen. Auf jeden Fall. Kommt, geht mal mit ran hier. Ihr sollt da mal mit rangehen, komm. So. Gut, gut. Hier müssten ja jetzt eigentlich ein paar blaue Pikmin sein, sind sie aber nicht. Nee. Gib mir mal 30 gelbe und 30 und 30 und 30 rote. 32, na gut. So, ihr kommt mal mit jetzt. Na gut, wir haben einen Teil. Okay, damit haben wir unser Tagesziel schon mal erreicht. Damit haben wir unser Tagesziel schon mal erreicht. Levita-Reifen, ein ausgezeichneter Schwimmer wie ich, hat eigentlich keinerlei Verwendung hierfür. Aber mein Motto heißt, immer mit dem Rechten, immer mit dem rechnen, mit dem man nicht rechnet. Ehrlich, gerade in Notfällen. Ich habe 9 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 3 Teile finden würde, könnte ich die Leistung eines Schiffes erhöhen. Ja, nice. Ihr sollt schon mitkommen. So, jetzt würde ich euch gerne mal aufteilen. Und ihr Gelben kommt mal mit. So. Hier müssten ja dann irgendwo Bomben sein. Hier müssten ja eigentlich irgendwo Bomben sein. Schauen wir uns mal um. Hier müssten recht viele Bomben sein.
In der Theorie. Oh ja, macht mal hier. Genau. Macht erstmal das hier. Komme ich da wieder hoch? Nee, die machen eine Treppe. Dann komme ich da erst wieder hoch. Gut, lass mich mal hier umschauen. Lass mich mal hier umschauen. Da oben ist noch ein Teil. Den Gravitationsblocker. Mit ihm manipuliere ich die Gravitation und bekomme so den letzten Schub, um in Superlichtgeschwindigkeit übergehen zu können. Gut, dass ich ihn gefunden habe. Und da hinten sind Bomben. Gut, dann sollten die gelben Pikmin hier mal weiter Schaffi-Schaffi machen. Wobei, wartet mal. Ist eigentlich Blödsinn, das die gelben Pikmin machen zu lassen, ne? Weil ihr kommt mal mit. Euch kann ich ja eigentlich... Pass mal auf. Kommt mal mit. Wo ist denn das Teil? Wo war denn das Teil? Da drüben. Euch kann ich doch bestimmt bis darüber werfen, oder? So. Ja. Seid ihr runtergefallen? Oh, das tut mir aber leid. Nicht. So. Gut, und ihr Paar, ihr kommt jetzt nochmal mit. Kommt, ihr baut jetzt die Brücke weiter. Ihr Paar baut jetzt die erste Brücke weiter. So. Wo war die? Die war hier. Drüben? Kommt ihr? Wo war diese Brücke jetzt nochmal? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Mitkommen. Keine Widerrede. Ah, hier könnt ihr mal ein bisschen was machen. Oh Gott. Wir warten hiermit erstmal. Da war die Brücke. Diese Viecher sollte ich alle töten. Und ich glaube, unsere roten Pikmin dürften dagegen... Also, unsere roten Pikmin dürften gegen Feuer immun sein. Wenn mich nicht alles täuscht. So, und ich weiß, nach 3 Tagen respawnen die Gegner. So, also... Pass mal auf. Jetzt muss ich hier halt komplett außen rum, ne? Klar. Rote Pikmin, mitkommen! Wo bleiben eigentlich die... Ah! Wollte mich gerade schon beschweren. So. Jetzt habe ich nicht gelesen, was die von mir wollen. Die Hübschen. Ihr kommt aber schon alle mit, ne? Sind das alle? Du kommst auch mal mit, komm. Ja, fein. Ja, komm. So. Haut's kaputt. Na, stopp zurück. Ja? Oh, die Brücke ist fertig. Oh, es regeneriert sich halt wieder, ne? Das Scheißvieh. Und es ist wieder einer tot. Das ist so klar, ne? Ach, ihr seid schon alle bei mir. Okay. Dann haut die Viecher hier mal zu Klump.
Ja, die roten brennen nicht, aber der gelbe brennt. Leider Gottes. Gut, also mit roten. Mit roten gegen Feuer. Mitkommen. Mitkommen. So, und ihr dürft jetzt ihn hier bekämpfen. Sehr schön. Uiuiui, kommt raus aus dem Wasser. Kommt raus aus dem Wasser, Mann. Ja, ich bin nicht immun gegen Feuer. Oh, mitkommen, 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 mitkommen. Ihr auch. Und der nächste. Fein macht ihr das. Richtig, ich bin richtig stolz auf euch. Aber ihr verliert eure Blüten, ne? So, jetzt der nächste. Das war klar. Das war so klar. Das Viech. Das könnte ein Problem werden. Zurück. Oh nein. Ich verliere wieder einige Pikmin. Ich muss sie werfen, Schaden machen lassen und zurückrufen, zurückrufen. Ach. Klappt halt nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. So. Okay, und jetzt den hier noch. Ah! Ja, gut. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Bitte ohne zu sterben. Ich muss auf jeden Fall mich reparaten. Ich muss aber auch so ewig weit außen rum laufen, solange ich noch nicht an die Bomben rankomme. Dies ist ein Nachteil. Pass auf. Wo ist die Dolphin? Da. Geht mal weg da. Es steht im Weg. So. Mhm. Sehr schön. So. Ich schaff dir nicht mehr alles zurückzutragen. Das wird das Problem sein, aber ich kann ja mal. Ich scheine noch keine Pikmin verloren zu haben. Das ist gut. Ich kann ja mal noch den Rest mit roten auffüllen hier. Zack. So. 23 Stück. Ihr kommt bitte sofort mit. Sofort mitkommen. Sofort mitkommen. So, hier runter. Komm. So, ja. Trag das mal. Nehmt das mal mit. Die roten Pikmin muss ich halt immer auf einem guten, hohen Level halten. Mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Oh, für die Viecher brauche ich 7 Pikmin. Das ist zu viel. Ich brauche noch halt noch ein paar. Mitkommen. So, wo ist der Rest? Ah, guck mal, da ist ja noch einer. So, und wieder Ruff hier. Wieder Ruff hier. Ah, die sind eigentlich ganz easy. So. Nice. Und kurz noch umschauen. Es sind wieder ein paar gestorben. Nicht nett. 4 Stück nämlich. Oh, ihr sollt euch doch nicht wrecken lassen. Was macht ihr denn? So. Oh Gott. So, Beeilung, die Sonne geht gleich unter. Ja gut, haben wir nochmal 9 Stück verloren. Gemein. Oh, da steht noch einer. So, hier haben wir jetzt eine erste kleine Abkürzung. Aber wir müssen unbedingt an die Bomben rankommen. Und wo sind Pikmin?
Sind hier noch irgendwelche unterwegs? Oder sind die alle bei der Dolphin? Die müssten alle bei mir sein jetzt. Die müssten alle bei mir sein und gleich alle an ihren Zwiebeln. Oh nein, kommt. Kommt mit, kommt, kommt, kommt. Das schaffen wir noch, kommt. Kommt hier hoch. Ja, sehr schön. Nein, 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 ihr sollt mitkommen. Ihr sollt mitkommen. So. Na, alle da? 87 von 100. Sollte passen. Nein, die da unten! Nein! Aber die dürften eigentlich recht gut in der Nähe sein. Okay. Wir haben zwei Teile geholt jetzt, ne? Mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir haben wieder einen Teil gut gemacht. Boah, dieses Gebiet ist echt schwierig. Wir haben wieder einen Teil gut gemacht. Das ist gut. Nee, also Tag 8 musste ich definitiv wiederholen, weil wir haben erstens viel zu viele Pikmin verloren und zweitens, echt, wir haben keinen Teil gekriegt und wir waren echt hinterher. 9 Tage seit Absturz. Eigentlich sollte man davon ausgehen können, dass Feuer ein natürlicher Feind der Pikmin ist. Aber im Gegenteil sind die roten Pikmin feuerresistent. Sie laufen durch das Feuer ungerührt der anderen brennenden Pikmin um sie herum. Ja, nice. Noch 21 verbleibende Tage und 20 fehlende Teile. Ja, wir haben leider wieder 38 Pikmin im Kampf verloren und nur 16 neu gekeimt. Gemein, 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 würde ich mal sagen. Naja, gut. Der nächste Part wird dann, wie gesagt, ein kleiner XXL-Part. Wie viele Teile fehlen uns hier noch? 2. Gut, ich glaube, das sind die, die wir auch ganz am Schluss holen. Weil das Schwierige sind. Der eine ist ja der Zwischenboss. Bei den anderen müssen wir an so vielen Punktgebern vorbei. Gut, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt kommt noch die Endcard. Bis dahin, ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.